Jetzt geht's rein hier. EA Sports. It's in the game. Über 15, Junge. RB Leipzig in der zweiten Bundesliga 2015. Himmich spielt er auch in der zweiten Bundesliga. Ne, warte mal, das ist 2014 rausgekommen. Also da ist Deutschland frisch Weltmeister geworden, weil aktuell zu viel Schalke auf meinem Kanal ist. Deswegen werde ich einfach mal Werder Bremen nehmen. Ein Spiel will ich aber auch selber spielen. Ein Spiel will ich selber auch spielen. Ey, wie Selke mit einer 68. Das sieht hammergeil aus vom Hintergrund. Das sieht hammergeil aus vom Hintergrund. Ajerovic! Der galt doch damals als Megatalent. Ich glaube, damals konnte man die Leute auch hinstellen, wo man wollte. Und die haben immer noch dieselben Gesamtstärken gehabt. Wen hole ich mir da? Ich habe keine Ahnung von FIFA 15 Talente. Da muss ich selber mal im Internet nachgucken. Sean Barker war der, der damals von Thomas Tuchel so zusammengeschrien wurde. Stimmt, das war ja so. Hier gab es ja keine schönen Cutscenes. Transferangebot, die wollen 5 Millionen für den haben. Seid ihr denn des Wahnsinns? Jetzt wollen sie nur noch 4,89 Millionen haben. Ich kann mir den nicht leisten. Ich muss mir irgendeinen anderen Stürmer leisten. Das sind solche Legenden. Sebastian Preis, Niklas Füllkrug, damals schon eine Zahnlücke gehabt, passen 2 Euro Stück durch, mit so zu 100%. Ante Rebic bei RB Leipzig. Komm her, der ist verliehen an Leipzig. Das war die Simulation, genau. Aber komm, das überspringen wir. 1:1, Hajrovic trifft. Das waren ja damals noch 3 Testspiele und kein Vorbereitungsturnier. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Oh mein Gott, Aguero ohne Bart? Sieht aber auch cool aus. Der Stürmer Suleiman Abdullahi. Er verfolgt mich in sämtliche Spiele. Suleiman Abdullahi, ein aufregender Mann für die Zukunft. Der hat damals in meiner Magdeburg-Karriere die zweite Liga zerbombt. Bernd Leno. Guck dir mal an, wie Bernd Leno damals aussah. Lacazette. Das ist Lacazette. Schweinsteiger. Schweinsteiger sieht halt einfach aus wie 50 mit diesen Falten im Gesicht, Alter. Saisonprognose, erster, Schlüsselspieler, Lukas Piszczek. Oh, die Trikots waren damals geil. Wen haben wir denn da? Neustädter, Boateng, dahinter ist Leon Goretzka, ein halbes Gesicht, Naldo. Wir haben ein Angebot von einem anderen Team angenommen. Der ist zum HSV gewechselt. Paolo Dybala bei Palermo. Okay, gegen die Hertha spiele ich jetzt selber. Oh mein Gott, diese Übung war immer Bombe. Wie groß ist Davy Selke bitte? Manni Breukmann und Frank Buschmann. So, aber ihr werdet leise gestellt. Diese Grafik ist atemberaubend. Ja. Hertha BSC mit Thomas Kraft, Salomon Kalou, Valentin Stocker, Gers Gelbretz, Lustenberger und Plattenhardt. Was ist denn das? Das Bild ist nicht in der Mitte. Da liegt ein Herthaner am Boden. Baumjohann hat sich verletzt. Alter, das spielt sich so fest. Es wäre cool, wenn ich überhaupt ein Tor schießen würde. Nein, ich bekomme den Ball sogar. Das war kein Foul von mir. Ich habe mich einfach nur reingestellt. Er gibt Gelb, ich habe nicht mal was gedrückt. Das will ich auch mal in der Wiederholung sehen. Er gibt ihm einfach einen Ellbogen mit. Er hat ihm einfach einen rechten Ellbogen verpasst des Todes. Also bisher kam ich noch nicht in den Genuss eines Torabschlusses, aber die hat er auch nicht. Chance lebt noch. Oh mein Gott. Der Schuss war gut. Die Ecken, wie die noch ausgeführt wurden damals. Oh mein Gott. Was ist das? Wie sieht das aus? Ich will mal mit R1 diesen... Ja, das war das nächste Foul. Jetzt kannst du mal irgendwann mal ein Kärtchen geben für den Herrn. Das wird wahrscheinlich ein 0:0. Was ist da bitte in der Mitte passiert? Und jetzt. Was ist denn das? Pfeift er schon ab? Jetzt musst du bitte abpfeifen. 0:0. Okay. Okay, ich brauche immer noch einen neuen Stürmer. Lewandowski hat einen Hattrick am ersten Spieltag erzielt. War bestimmt 3 Elfmeter. 4,5 Millionen. Angebot akzeptiert. Auch sogar mit Trennstrich zwischen Abgänge und Zugänge. Was will der ein 3-Jahres-Vertrag von mir? Komm, Claudio, komm zurück. Verzicht doch bitte auf Gehalt, Mann. Damit springen wir. In den Januar. Diese wunderbaren Geräusche. Schöne Geräuschkulisse. Vor allem, du siehst nicht, wie du gegen die ganzen Vereine gespielt hast. Ja, aber recht fix, wenn man eine PS5 hat. Das sieht man ja. So, wie viel da sind wir? 17. Ja. Oh mein Gott. Trainer des Monats. Was machen wir falsch, dass wir 17. sind? So, ich brauche auf jeden Fall wahrscheinlich einen Stürmer. Annik Westergaard, stabile Durchschnittsbewertung von 5,3 in der Bundesliga. Das läuft ja richtig gut bei dir. 18 Jahre alt, Typ bei Udinese. So, Bundesliga, alles klar, Wolfsburg ist Erster, kennt man. Im DFB-Pokal sind wir noch drin. Gegen Hannover gewonnen, wir spielen jetzt gegen Köln, alles klar. Gegen die Hertha kommt 2:1 verloren, Pulli verletzt sich. Na, dann halt 6 Millionen. Was kriegt der an Gehalt? 6.000. Da muss ich ein bisschen differenzieren. Spielerforderung. 6.000. 4-Jahres-Vertrag. Ohne Gegentorbonus. Simone. Name werde ich weiter nicht aussprechen. Wechsel zu uns. Neue Verpflichtung. Und damit die erste. Die Pressekonferenz. Oh mein Gott. Ja, loben.
da drehen. So, damit haben wir auch das geschafft. Und dann gehen wir erneut in die Simulation und gehen in den Juni. Bin mal gespannt, vielleicht haben wir es ja gegen Köln tatsächlich geschafft. Ich wurde entlassen. 5.5.2015. Ich werde entlassen. Okay, dann lassen wir das mit Werder Bremen. Suchen uns einen neuen Verein. Paderborn. Vielleicht kann ich die vorm Abstieg retten. Wir sind doch 14. Das ist doch gar nicht so schlimm. Neue Chance für Block. Ja, danke. Toll, ich wurde entlassen kurz vor Saisonende. Und ich habe keinen Bock mehr, jetzt wo ich entlassen wurde. Weil dann kann ich... Das kann man als Video hochladen, ja. So als kleines Experiment. Mal so gucken, wie viel über 15 war. Bayern gewinnt die Meisterschaft. Ist punktgleich mit dem VfL Wolfsburg. Gewinnt wegen der Tor. Wir sind also gegen Köln rausgeflogen. Köln ist ins Finale gekommen. Bayern gewinnt den DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Bayern gewinnt auch die Champions League, also die holen das Triple. Paris gewinnt im Viertelfinale gegen ZSKA Moskau mit 7:1. Die Europa League gewinnt Everton. Das war eine gute Saison. Ich werde kurz vorher entlassen, aber naja. Fortgeschrittenes Schießen war mal ganz cool. Noch ein Kopfball und der ist wieder drin. Und für das YouTube-Video sage ich einfach mal, das war gelungen. Das war äußerst gelungen. Ich habe keine Saison durchgehalten. Ich werde es trotzdem hochladen. Warum soll ich mir die Mühe machen? Vielleicht versuche ich es morgen einfach nochmal. Mal gucken. Aber sah schon geil aus. Mhm. 15.